willkommen bei Reptilien News. Das sind unsere Themen. Feldherpetologie und Artenkartierung in Deutschland. Ein fragwürdiger Fokusartikel, aktueller Koalitionsvertrag zum Thema Exotenhaltung und ein schlecht recherchierter Artikel vom NDR. Feldherpetologie und Artenkartierung in Deutschland. Frei nach dem Motto, man kann nur schützen, was man auch kennt und weiß, wo es lebt, ruft der DGHT in Zusammenarbeit mit den Naturschutzbehörden der Bundesländer zurzeit zur Teilnahme am Artenerfassungsprogramm auf. Reptilien haben gegenüber Säugetieren eine sehr viel kleinere Verbreitungsquote und sind daher durch Übernutzung unserer Landflächen besonders stark bedroht. Die Kommunen der Bundesländer rufen daher in Zusammenarbeit mit dem DGHT aktuell zur ehrenamtlichen Teilnahme am Erfassungsprogramm auf. Ortskenntnis und Fachkompetenz engagierter Herpetologen sind dabei für die Behörden unersetzbar, da diese personell eine solche Erfassung alleine nicht durchführen konnten. Aktuell finden Erfassungsprogramme in folgenden Bundesländern statt: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Thüringen, Sachsen-Anhalt sowie Schleswig-Holstein. Der Fokus veröffentlicht einen fragwürdigen Artikel. Der Artikel vom 28.11.2017 behauptet, ein 3 Meter langer Python habe in Thailand seinen Besitzer erwürgt. Weiter wird von einem Fall berichtet, in dem ein Indonesier durch den Biss einer Würgeschlange, Netzpython, fast seinen Arm verloren hätte. Kritisch dabei anzumerken ist, dass bei beiden Geschichten wohl beim Leser die Botschaft übermittelt werden soll, dass Schlangen grundsätzlich gefährlich seien. Bei der Geschichte mit dem 3 Meter Python wurde keine glaubhafte Quelle genannt. Schlangen würgen nur diejenige Beute, die sie auch fressen. Und es gibt keine Schlange in einer Länge von 3 Metern, die dazu in der Lage wäre, einen ausgewachsenen Menschen zu fressen. Folglich steckt wohl mehr Dichtung als Wahrheit drin. Bei der zweiten Geschichte wurde es kritisch anzumerken, dass als Aufnahme ein Königspython gezeigt wurde. Eine afrikanische Art, die selten länger als 1,50 Meter wird. Die Behauptung, der Biss eines solchen Tieres würde den Verlust des Armes mit sich bringen, ist ebenfalls als nicht glaubwürdig einzustufen, weil es sich bei dem Tier um eine Würgeschlange und nicht um eine Giftschlange handelt. Bisse von Riesenschlangen können zwar schmerzhaft sein, richten solche Schäden allerdings nicht an. Offenbar setzt der Artikel auf reine Mutmaßung und soll beim Leser Angst und Ekel erzeugen. Aktueller Koalitionsvertrag zum Thema Exotenhaltung. Direkt werden Exoten in dem Koalitionsvertrag nicht angesprochen, wohl aber ein Engagement gegen illegalen Wildtierhandel. In der Vergangenheit wurden jedoch legaler und illegaler Import immer wieder durcheinander gebracht und damit auch legale Importe unter Generalverdacht gestellt. Konkreter wird es beim Thema Tierschutz im Kapitel Herausforderungen im Tierschutz und in der Exotenhaltung. Verbote bleiben damit jedoch weiterhin eine Option, obwohl dieses bereits in Norwegen völlig gescheitert ist. In der Zeile 6486 heißt es wörtlich, EU-Recht setzen wir 1:1 um. Damit auch fragwürdige Abkommen wie der Alien Species Act, welchem schon mehrere Arten zum Opfer gefallen sind, obwohl diese bekanntermaßen durch keinen Beweis jemals belegt wurde, dass es sich wirklich um invasive Arten handelt. Es kann also davon ausgegangen werden, dass über die EU damit weitere Verbotsverfahren kommen, bei denen es keine Kenntnisse der Situation vor Ort gibt und gegen die es dann auch keine rechtliche Handhabe gibt. Die aktuelle Bundesregierung will offensichtlich Entscheidungen nicht mehr selbst treffen. Schlecht recherchierter Artikel vom NDR. Wie Panorama am 14.03.2017 berichtete, oder besser gesagt behauptete, würden immer mehr Exoten unreguliert importiert. Dabei stützt sich der Bericht auf Aussagen und Zahlen des Deutschen Tierschutzbundes. Kritisch dabei anzumerken ist, dass der Deutsche Tierschutzbund keine verlässliche Quelle für Informationen ist, da er sich in den letzten Jahren sehr rege an der Anti-Exoten-Propaganda beteiligt hat. Vermehrt setzt er dabei auf Bilder, auf Emotionen, auf dramatische Berichte, um Spendengelder zu generieren. Das System Peter macht eben Schule. Wie kürzlich auf gerate.de richtiggestellt, sinken die Zahlen der Importe, auch legalen Importe, seit Jahren dramatisch. Von 2007 auf 2013 um über 60%. Der Anteil illegaler Importe, laut Zahlen des WWF, machen dabei gerade einmal 0,01% aus. Damit ist klar, Panorama war entweder zu faul oder zu inkompetent,
die Angaben kritisch zu überprüfen oder selbst zu recherchieren. Journalistisch gesehen ist das äußerst schlampig. Die Zahlen für die Importe stammen übrigens vom Statistischen Bundesamt, damit leicht zugänglich und sehr fundiert als Quelle. Das war's wieder von Reptilien News Online. Die Links mit den Quellenangaben befinden sich wie immer in der Videobeschreibung.